Ich werde bei Führungen im Krematorium immer wieder gefragt, was ist eigentlich Asche und was füllen wir in die Urne ein? Asche besteht aus den sterblichen Überresten des Verstorbenen. Dazu kommen aber auch die Rückstände des Sarges. Und ein Sarg ist mit Nägeln und Schrauben produziert. Und diese metallischen Reststoffe haben wir früher immer separiert und haben diese einer Verwertung zugeführt. Diese Gelder, die wir dafür bekommen haben, haben wir gemeinnützigen Einrichtungen gespendet. Spätestens mit dem BGH-Urteil des Bundesgerichtshofs im Juni 2015 wurde festgelegt, was Asche ist. Und der Gesetzgeber hat eindeutig gesagt, alles, was sich im Brennofen befindet, ist Asche. Dementsprechend werden heute alle metallischen Rückstände und alle Implantate mit in die Urne eingefüllt und werden so ganz einheitlich beigesetzt.